Hallo zusammen, herzlich willkommen auf Carina Multilingual. Heute möchte ich, dass du ein paar coole Redewendungen im Deutschen lernst, damit du deine deutschen Freunde beeindrucken kannst. Und vielleicht auch nicht nur Freunde. Etwas, was nur ein Muttersprachler kennt und benutzt. 7 coole Redewendungen. Los geht's! Vielleicht kennst du die erste. Ich drück dir die Daumen. Nee, so. Ich drück dir die Daumen. Bedeutet, ich wünsche dir viel Erfolg. Morgen ist mein Bewerbungsgespräch. Echt? Ich drück dir die Daumen. Viel Erfolg. Der Daumen ist dieser Finger und früher galt dieser Finger als Glücksbringer. Daher ist die Redewendung. Ich drücke dir die Daumen. Was wollte ich jetzt als nächstes sagen? Ach so, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Den Faden verlieren bedeutet plötzlich vergessen, was man sagen wollte. Das hier ist der Faden. Und früher, als man Garn wickelte oder spann und dabei den Faden verlor, also buchstäblich den Faden verlor, wusste man nicht, wie es weitergeht und musste ihn erstmal wiederfinden. Daher kommt die Redewendung, den Faden verlieren. Passiert dir das auch manchmal, dass du beim Sprechen den Faden verlierst? Wenn etwas Hand und Fuß hat, so ist es gut durchdacht. Zum Beispiel, mir gefallen die YouTube-Videos von Carina. Sie haben wirklich Hand und Fuß. Die haben Sinn und sind auch gut gemacht. Ich hoffe, dass das stimmt. Lass mich wissen in den Kommentaren unten. Deine Business-Idee gefällt mir richtig gut. Sie hat Hand und Fuß und ich kann damit etwas anfangen. Das, was du sagst, hat richtig Hand und Fuß. Ich stimme dir zu. Hast du einen Kater? Nein? Nicht diesen Kater, den morgens um 10 Uhr sonntags nach einer Party im Club oder nach einem schönen Abend mit viel Alkohol und Co. Einen Kater haben bedeutet am nächsten Tag nach viel Alkoholkonsum sich unwohl fühlen. Wer von uns hatte den nicht? Also in meiner Uni-Zeit gab es diesen Kater ab und zu mal immer wieder. Interessant ist, dass diese Redewendung aus der Leipziger Studentensprache im 19. Jahrhundert in die Umgangssprache kam. Was hilft eigentlich gegen den Kater? Schreib deine Ideen in den Kommentaren unten. Wenn jemand einen Witz erzählt und du brauchst ein paar Sekunden länger, um den Witz zu verstehen, dann sagt man, dass du eine lange Leitung hast. Du hast eine lange Leitung. Das bedeutet, dass du langsam im Denken bist. Das kann ganz schön böse klingen, aber eigentlich sagt man das öfter scherzhaft. Diese Redewendung hat tatsächlich mit der Telefonleitung etwas zu tun. Früher waren die Telefonleitungen lang, störanfällig und daher waren die Gespräche nicht immer verständlich. Seitdem haben wir diese Redewendung, eine lange Leitung haben. Ich habe manchmal auch eine lange Leitung. Ich gebe es zu. Keine große Leuchte sein. Der Martin ist keine große Leuchte in unserer Familie. Das ist oft scherzhaft und ironisch gemeint, aber bedeutet auch, dass Martin nicht viel von etwas versteht. Leider wird es mit dem Studium nicht klappen, da ich keine große Leuchte bin. Ich bin nicht besonders klug, vielleicht sogar ein wenig dumm. Diese Redewendung ist biblisch, denn in der Bibelsprache werden geistige Fähigkeiten oft mit einem Licht verglichen. Wer also nicht besonders viel Licht hat, keine große Leuchte ist, ist auch nicht besonders schlau. Keine große Leuchte sein. Jemandem grünes Licht geben. Jemandem etwas erlauben. Ich habe Urlaub beantragt und der Chef hat mir grünes Licht gegeben. Man kann einer Person grünes Licht geben oder auch einer Sache. Die Stadt hat den Bauarbeiten grünes Licht gegeben. Bedeutet, hat die Bauarbeiten erlaubt, genehmigt.
Denk dabei an die Ampel. Wenn sie grün wird, darf man gehen. Daher kommt auch die Redewendung grünes Licht geben, also jemandem etwas erlauben. Im Englischen ist das auch so. To give green light, to get the green light. Gibt es so eine Redewendung auch in deiner Sprache? Lass mich wissen. Das waren die schon die 7 coole Redewendungen, die ich mit dir heute lernen wollte. Schreib mir in den Kommentaren unten, welche für dich neu war und mach deine eigenen Beispiele. Denn nur mit den eigenen Beispielen kann man sich das am besten merken. Danke, dass du dieses Video bis zum Ende geschaut hast und wir sehen uns schon mal bald in meinem nächsten Video nächste Woche. Bis dann!